herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und ich habe anscheinend. Entschuldigt, aber das ist so richtig, wenn ihr wüsstet, worum es hier gerade geht, dann ja, ich erzähle es euch einfach. Also, ich war die letzten Tage ja ultra gestresst und angespannt wegen dieser ganzen Tablet-Geschichte. Und ich bin jemand, wenn ich gestresst bin, dann backe ich immer. Und jetzt haben meine Mutter und ich uns im Schnelltempo so zwei Riesenstück Kuchen reingezogen. Also jeder eins. Und ja, und das war jetzt irgendwie, das war jetzt so ein Quarkkuchen und Quark gärt gerne. Und wenn er dann gärt, dann entstehen Gase. Und jetzt sitze ich hier gerade im Gang und gehört was kommt. Ja, gut, sowas gibt es nur bei mir. Ich erzähle euch selbst solche Geschichten. Ja, aber worum es heute geht, um Stress. Also, ich bin ja jemand, mich stresst vieles sehr schnell. Ich bin echt so, ich bin eine Stresshenne. Und ja, und ich wollte euch heute einfach mal so ein paar Tipps an die Hand geben, was gegen Stress hilft. Also, das Erste, was ich immer mache, wenn mich was stresst, was mit Zeit zu tun hat, also sowas wie ich warte bis zum, oder ich warte auf, oder ich warte auf, ich wollte gerade sagen mit, aber das, ich warte ja meistens alleine, also ja, aber wenn ich dann solche Sachen habe, dann ist so bei mir immer so der Geheimtrick, ich schlafe ganz viel, also ich bin dann so dieser typische Hauptsache nicht wach sein, weil wenn man wach ist, merkt man es ja. Und das mache ich oft so, wenn ich gestresst bin oder wenn ich irgendwas habe, was mich total anstrengt oder nervt, dann bin ich so der Mehrschlafer. Dann schlafe ich, wenn es sein muss, auch mal 20 Stunden, nur damit ich eben damit ich nicht drüber nachdenken muss. Und bei mir ist oft so, dass der Stress hauptsächlich vom Grübeln kommt. Und wenn man so wie ich eben den Stress oft so vom Grübeln hat und so vom Nachdenken, dann kann es auch sehr hilfreich sein, sich irgendeine Beschäftigung zu suchen. So eine typische Stressbeschäftigung, das klingt jetzt total albern, aber ich bin ein totaler Stresswecker. Also jedes Mal, wenn ich gestresst bin, dann backe ich. Und ich habe so das Gefühl, ich muss gleich losrücken. Das tut mir so leid. Aber der Kuchen ist richtig schwer im Magen. Aber ich bin so der typische Stressbäcker und ich bin dann auch nicht jemand, der dann unbedingt diesen Kuchen essen muss, weil das bin ich bei Gott nicht. Ich bin nicht so dieser Süßkram-Mampfer oder so, aber ich backe gerne. Ich backe, wenn ich gestresst bin, backe ich Kuchen. Und jetzt war es so, dass ich, dass meine Oma, die ist für ein paar Tage verreist gewesen. Und wir haben gesagt, den nächsten Kuchen, welchen ich ihm gesagt habe, ich backe bald ein, den friere ich dann ein für meinen Geburtstag. Der ist ja nicht mehr so lange hin und dann haben wir einen Geburtstagskuchen und müssen da schon nicht mehr noch Kuchen kaufen und so. Ihr wisst schon, Ressourcen sparen. Billigkuberei. Ja, und selbstgemachter Kuchen schmeckt immer ein bisschen besser, auch wenn er gerade aus der Tiefkühle kommt. Ja. Und so haben wir das eben dann so ausgemacht und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, okay, dann backe ich morgen den Kuchen. Aber meine Oma hat zu mir gesagt, sie ist morgen und übermorgen nicht da und sie ist erst, sie kommt, also heute ist sie erst ganz spät wieder heimgekommen und wenn ich heute den Kuchen abgegeben hätte, hätte sie nicht einfrieren können oder den auch nicht abholen können oder so. Und deswegen konnte ich heute erst den Kuchen backen, damit er jetzt über Nacht abkühlt, damit meine Oma ihn dann abholt, damit sie ihn dann morgen einfriert. Und ich war so ein Nervenfrack mit dieser Wartezeit, weil ich wusste, ich muss jetzt 2 Tage noch warten, bis ich den Kuchen backen kann. Und ich bin ja so ein Stressbäcker. Und je länger ich dann warten muss, je mehr stresst mich dann das Warten aufs Backen noch mehr, habe ich jetzt gemerkt. Und fand ich eigentlich auch so eine interessante Entdeckung an mir. Ja, und dann habe ich halt den Kuchen gebacken und dann habe ich ihn jetzt gegessen und jetzt ist mir ganz plümerant. Und ich habe das Gefühl,
Ich muss grübeln, weil ich aber eigentlich schon total satt, als ich den gegessen habe. Aber ich musste halt echt noch den Kuchen essbar ist. Und dann habe ich halt noch so typische Elena-Stücke abgeschnitten. Also keine kleinen, süßen, feinen Stückchen. Nee, es mussten so Blatsch-Riesendinger sein. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, mein Vater zum Beispiel, wenn der gestresst ist, dann fängt er an, mit an den Fingern zu knibbeln und sich die Haut da wegzuknabbern. Inzwischen ist das auch schon sehr offen. Und ich mache mir auch immer Sorgen, dass er sich da irgendwie infiziert oder so. Und ja, das ist so dieses, jeder hat so seine Methoden, wie er mit Stress umgeht. Meine Mutter zum Beispiel, sie nervt das Geknibbel von meinem Vater ultra. Aber wenn sie gestresst ist, macht sie es auch. Das finde ich nämlich immer das Witzige. Und das merkt man gar nicht. Man macht ja meistens, wenn man gestresst ist, so Sachen, die man selbst gar nicht merkt, die die Umwelt aber bemerkt. Und ja, das finde ich eigentlich so das Faszinierende dran. So diese typischen Stressbewältigungsdinger, die kleinen. Ich bin jemand, ich zupfe an meinen Haaren. Ich fange dann an, diesen hier zu machen die ganze Zeit. Und so ein Stück abzuzupfen, sind die Haare kürzer zu zupfen. Das ist so ein typisches Ding, das ich mache, wenn ich gestresst bin. Also auch so zu einem Platschgeräusch führt, das meine Mutter auch nervt. Ja, aber das macht sie nicht. Ja, mein Vater, der zum Beispiel sagt, der hat da jetzt nicht so was, was er macht, was er genau macht, wenn er gestresst ist. Der braucht einfach dann irgendwann Urlaub und dann entspannt er sich meistens dann, wenn der Urlaub vorbei ist. Ist echt total unpraktisch. Ja. Meine Mom, wenn die gestresst ist, isst sie, glaube ich, Kuchen. Ich habe so das Gefühl, dass Mom so eine Kuchenesserin ist, wenn sie gestresst ist. Dann hat sie irgendwie einen höheren Zuckerbedarf. Und ja. Was sich irgendwie wiederum deckt, wenn Mom zur selben Zeit gestresst ist wie ich, weil wenn ich dann, wenn sie gestresst ist, wenn ich gestresst bin, dann kann ich ihren Kuchen backen. Dann geht mein Kuchen schon weg. Wir sind da sehr komplimentiert zueinander, muss man sagen. Ja, ich kenne aber auch Leute, die total anfangen, alles und jeden anzuschreien, wenn sie gestresst sind und dann wirklich so richtige miese, fiese Personen werden, aber wenn sie dann aufhört zu stressen, dann hört es auch auf mit diesem, ja, so mit diesem Verhalten, aber sie merken das nicht mal wirklich. Also das ist nämlich das Ding. Wenn du dann aber auch jemanden darauf ansprichst, nach dem Motto, ich glaube, du bist gestresst, du schreist schon wieder so rum, dann glaubt mir, das ist ultra die schlechte Idee. Da solltet ihr euch dann sofort einen Bunker holen und reinspringen, weil da geht der andere hoch wie ein HB-Männchen meistens. Und ja, also mein Tipp an euch ist, wenn ihr jemand seid, der dazu neigt, gestresst zu sein oder der auch manchmal einfach sich selbst den Stress macht mit Gedanken, wie zum Beispiel, ich fühle mich seit Tagen erkältet, hoffentlich kriege ich keine richtige Erkältung, dann liege ich 3 Tage flach und dann kriege ich eine richtige Rotznase und dann bin ich schon wieder so gestresst. Und dann habe ich wieder keine Zeit mehr, irgendwie das Zeug zu erledigen. Und wenn ihr auch solche Gedankengänge habt, die euch dann immer noch mehr stressen, kann es helfen, wenn ihr zum Beispiel also einfach, ja, wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr alleine wohnt, könnt ihr Leute einfach mal eure Eltern anrufen oder Freunde oder so und ein Gespräch anfangen. Wenn möglich, nicht gerade über das Thema, das euch stresst, weil das hilft dann meistens nicht so, weil dann seid ihr ja wieder in dieser Schleife drin. Außer ihr habt jemanden, der euch aus der Schleife rausholen kann. Dann hilft es auch, darüber zu sprechen. Wenn ihr mit Leuten noch zusammen wohnt, könnt ihr auch einfach hingehen und sagen, lasst uns doch ein Spiel spielen. Ich meine, ja, lasst uns einfach was spielen, was unternehmen, damit wir da mehr zu tun haben, damit ich abgelenkt bin. Also ihr müsst ja nicht gerade sagen, dass ihr Ablenkung braucht. Ihr könnt es auch als, ich bin total nett und ich möchte mit euch Zeit verbringen, dann freuen sich die anderen immer und dann habt ihr auch eine Freude und seid abgelenkt und das kann dann auch schon helfen. Oder eben wie ich, dass ihr dann viel schlaft. Oder eben, was ich auch mache, ist dann euch was suchen, ein Hobby. Also irgendwas, wo ihr was tun müsst. Also sowas wie ich lese ein Buch gilt da nicht, weil glaubt mir, das hilft nicht wirklich beim Stress bewältigen. Das ist dann nicht so dieses ich schalt ab Ding. Sondern etwas, was ihr mit den Händen arbeiten müsst. Also sowas wie zum Beispiel, also ihr fangt an, kauft euch eine Drechselbank und drechselt euch einen schönen Kleiderständer.
habt ihr dann jedes Mal, wenn ihr gestresst seid und irgendwann habt ihr dann so viele Kleiderstellen in deinem Haus stehen, dass ihr nicht mehr laufen könnt. Das ist eigentlich eine schlechte Idee. Oder sowas wie zum Beispiel ein Vogelhäuschen bauen und die dann der Verwandtschaft verschenken oder ein Waschprojekt anfangen oder versucht euch an Fluffy-Schleim, was natürlich nicht funktioniert, wie wir bei mir rausgefunden haben. Ja, das ist... Oder eben kocht oder backt oder ja, macht irgendwas, was euch beschäftigt, was euch auspowert, wo ihr Energie reinstecken könnt, müsst und wo es auch ein bisschen eine Konzentration drauf braucht. Und ja, dann passiert es automatisch, dass der Stress vergeht, weil dann ist man so auf das, was man tut, fokussiert, dass man vollkommen vergisst, worum es eigentlich einem gegangen ist. So, ich bin jetzt total müde, nachdem ich heute 2 Kuchen gebacken habe. Ich werde jetzt ins Bett gehen und kein Kuchen mehr essen. Ich wollte gerade sagen, ich esse noch ein Stück Kuchen, aber es ist eine ganz schlechte Idee, weil es mir eh schon schlecht ist. Ja, ich höre jetzt meinem Hasen kraulen. Jetzt habe ich 2-mal die Woche schon Kuchen gebacken. Das ist echt nicht normal. Naja, sei es drum. Ja, ich sollte echt ein bisschen was gegen den Stress tun, noch was anderes. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wir werden das Wochenende wahrscheinlich irgendwo in der Ecke rumkullern, weil wir Kuchen wegessen müssen. Mom, kauf dir eine lapprige Jeans. Wir kriegen die Hosenknöpfe nicht mehr zu. Ja, ich kaufe mir neue Hosen, damit es wieder ein bisschen besser passt. Und einen Tisch. Was? Gummizug. Ja, Gummizug ist auch eine super Idee. Mit Gummizug, ihr wisst schon. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was macht ihr, wenn ihr gestresst seid und was macht ihr dagegen? Schreibt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.riedemann.outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.